Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Das habe ich schon lange nicht mehr gemacht, mich so einfach hingesetzt vor die Kamera und dann einfach nur ein Labervideo gemacht. Deswegen wird es mal wieder an der Zeit. Und ja, ich habe auch ein relativ spannendes Thema mitgebracht. Ihr habt es vielleicht schon dem Titel entnommen. Ja, es ist vorgestern etwas bisschen Schockierendes vorgefallen, für mich auf jeden Fall, ja, was ich auch noch nicht ganz verarbeitet habe, aber ja, davon erzähle ich euch in diesem Video. Es wird um meine Au-pair-Stelle hier geben, um meine Familie und auch ein bisschen um meine Zukunft, also es bleibt spannend und ja, ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Video. Ich habe kein Skript, ich labe einfach drauf los. Erzähle euch ein bisschen von meiner Gefühlswelt, was hier so abging. Also es war echt ein drunter und drüber wieder. Und genau, Smudge leistet uns hier Gesellschaft. Und dann würde ich mal sagen, erzähle ich, was so los war. Also, wie ihr wahrscheinlich alle wisst, wenn ihr mich hier abonniert habt, arbeite ich momentan als Au-pair in Australien. Und genau, ich war ja einmal schon in Kopenhagen ein Au-pair in zwei Familien. Also ist das sozusagen meine dritte Familie. Wenn ihr da noch mehr Informationen haben wollt, dann verlinke ich euch mal ein Video unten, wo ich ein bisschen was über die Zeit in Kopenhagen und auch jetzt hier in Australien erzählt habe. Wenn ihr das gesehen habt, dann müsstet ihr eigentlich auch wissen, dass ich super happy hier in Australien war mit meiner Gastfamilie. Und ja, also die haben mich halt einfach rausgenommen zum Frühstücken eingeladen. Ich habe mit denen Party gemacht. Die waren super offen und nett und meine Gastmutter ist halt auch schon sehr, also sie ist noch sehr jung. Das hat halt auch sehr gut harmoniert. Mein Gastvater ist auch sehr jung geblieben vom Kopf her und deswegen war ich eigentlich ziemlich happy. Dann habt ihr das vielleicht auf Instagram mitbekommen, sind mir ein paar Fehler passiert. Und zwar fährt man hier in Australien ja auf der anderen Straßenseite. Also es ist Linksverkehr und dann bin ich auch das erste Mal ein Automatikauto gefahren. Und ja, ich habe in dem ersten Monat den Spiegel abgebrochen vom Auto, beziehungsweise kaputt gemacht. Ist jetzt kein großes Drama gewesen, war natürlich ärgerlich, aber ich habe dann einfach einen neuen gekauft. Von meinem Geld natürlich. Und dann irgendwie, keine Ahnung, zwei Wochen später oder so, bin ich dann leider, stand ich an der Tankstelle, wollte zur Zapfsäule vorfahren. Ich war mega gestresst an dem Morgen und das Kind saß bei mir mit dem Auto und ich habe zu schnell aufs Gas gedrückt, habe nicht das Lenkrad mit rumgerissen und bin dann in so einen Pfosten reingefahren. Smudgy, nein. Nein. Und ja, das Auto war dann leider ein bisschen verbeult vorne und das Gestell leider so stark betroffen, dass man nicht mehr richtig damit fahren konnte. Das war mir natürlich super unangenehm. Ich habe mich halt auch entschuldigt und denen angeboten, dass ich ein bisschen Geld dazu zahle und so weiter. Das ist halt leider viel zu teuer, um das zu reparieren. Ich meine, das war zum Glück ein relativ altes Auto. Und ja, die wollten sowieso irgendwann ein neues kaufen. Aber ja, scheiße war es natürlich trotzdem. Ja, danach war die Stimmung halt so ein bisschen geknickt. Ich habe mich auch halt mega schlecht einfach gefühlt. Und dann sind die für zwei Wochen in den Urlaub gefahren. Ich hatte somit sturmfrei, was ich auch mega genossen habe, muss ich sagen. Auch wenn ich in der Zeit ja einmal krank war, habe ich ja in meinem letzten Video erzählt. Und dann kamen die wieder. Und das war irgendwie so ein bisschen komische Stimmung. Und am zweiten Tag, als die hier waren, haben die gefragt, ob die mit mir reden können. Habe ich natürlich sofort ein schlechtes Gefühl gehabt und das hatte sich leider auch bestätigt. Ja, dann ging das Ganze halt los. Wir haben uns so ins Wohnzimmer gesetzt und dann haben die erzählt, dass die irgendwie nicht so zufrieden mit mir sind. Also, dass ich meine Arbeit zwar gut mache und alles erledige, aber ja, dann kamen so einige Punkte, die mich ein bisschen getroffen haben. Und zwar meinten die halt, dass die ganzen anderen Au-pairs irgendwie viel offener waren und sich viel mehr in die Familie integriert haben und ich sei ja so introvertiert und ob ich irgendwie schüchtern bin und
dass sich irgendwie so anfühlt, dass die mit einer Person leben, die nur für die arbeitet. Und bei den anderen Au-pairs war das eher so, dass es auch ein Freund der Familie ist und dann einfach ganz viele Argumente und ja, wie ich das denn so sehe. Und ach so, genau, und dann haben die halt auch noch gesagt, dass es irgendwie so eine angespannte Stimmung ist oder so eine negative Energie. Ja, und dass die irgendwie nicht so glücklich darüber waren. Und ich habe das halt gar nicht so von meiner Seite mitbekommen, muss ich sagen. Ja. Okay. Das wäre jetzt mein Gastkind. Ich kann auch schon mal einen kleinen Spoiler geben, smart schneiden. Es ist ein bisschen besser jetzt geworden. So, auf jeden Fall, geh aus dem Weg. Haben die mir erzählt, auf jeden Fall haben die mich gefragt, wie ich das Ganze sehe. Und ich war ziemlich schockiert und meinte so, ja, ich wusste nicht richtig, was die wollen. Ich meine, andere Familien möchten vielleicht auch eher deren Privatsphäre haben und ich bin nicht wirklich schüchtern. Also die Leute, die mich schon mal jetzt in echt getroffen haben, irgendwie, ich habe mich ja schon mit ein paar Zuschauern hier getroffen. Also ich bin nicht schüchtern so eigentlich. Ich bin halt vielleicht eher eine ruhige Person. Das merkt ihr vielleicht auch in den Videos. Aber ich bin, keine Ahnung, eigentlich nicht schüchtern. Und die haben halt so meine ganze Persönlichkeit versucht oder meinen ganzen Charakter versucht zu analysieren und darzustellen und zu sagen, ja, das sind vielleicht auch eher so die deutschen Züge bei mir und weiß ich nicht, dass ich dann, ja, einfach ganz viele Argumente, die so gegen mich sprechen, sage ich mal. Und dann dachte ich mir nur so, ja, was ist jetzt der Punkt? So, wollt ihr mich feuern? Und habe ich die auch so gefragt. Und die so, ja, wissen wir nicht. Ich meine, du würdest ja auch schnell eine andere Familie finden. Aber das ist nicht wegen dir. Das hat ja nichts mit dir zu tun. Und dann ich mega am Heulen. Ja, natürlich hat das was mit mir zu tun. Und keine Ahnung. Also im Endeffekt habe ich mich halt so richtig seltsam gefühlt. So, warum bin ich so eine unsoziale Person? Bin ich wirklich so komisch? Warum bin ich so? Warum bin ich anders als die anderen? Und ich habe mir halt einfach ganz viele Vorwürfe gemacht, habe das alles in Frage gestellt, ob ich überhaupt noch Au-pair sein möchte. Und ich meine, ich habe denen auch gesagt, dass ich mich halt manchmal so gefühlt habe, dass ich einfach unter denen stehe, weil ich meine, du machst halt als Au-pair teilweise Aufgaben, die da nicht übernehmen. So zum Beispiel ich muss dann halt so den Müll rausbringen und als wir die Party hatten, habe ich das alles mit dem Müll gemacht und da ist eine ganz blöde Situation vorgefallen und keine Ahnung, ich habe dann auch gesagt, dass ich manchmal finde, dass er ein bisschen hart mit mir umgeht oder spricht, also auch wenig Danke sagt und so weiter und ja, dann zu einer richtigen Lösung sind wir halt nicht gekommen. Also das Ding ist halt, ich möchte eigentlich meinen Job hier nicht verlieren. Also ich mag die Gegend, ich mag auch mein Zimmer, ich mag eigentlich auch die Familie und ich mag halt auch die Kinder, habt ihr ja vielleicht gerade mitbekommen. Ich komme gut mit der 14-Jährigen klar und ich komme auch gut mit der 10-Jährigen klar. Aber ja, die Eltern wünschen sich halt irgendwie lieber eine Person, die extrovertierter ist, offener ist, die vielleicht mehr mit denen trinkt, mehr mit denen Party macht, so ein bisschen mehr entertaining und ich bin halt echt eher so eine ruhigere Person und die meinten halt auch, ein anderer großer Punkt war, dass ich denen nicht Bescheid sage, wo ich bin, also dass ich dann halt einfach so abhaue und was mit meinen Freunden mache oder so und das ist halt auch so ein Ding, wo ich mir denke, ich bin 20, ich werde bald 21, ich bin mit 19 von zu Hause ausgezogen sozusagen. Ich möchte halt eigentlich ungern jetzt eine Autoritätsperson haben, der ich 24/7 mitteilen muss, wo ich bin. Und dann auch mit der Tür ist das so, dass die sich gewundert haben oder das blöd fanden, dass ich die zumache, wenn ich in meinem Zimmer bin. Also ich muss jetzt den ganzen Tag über meine Tür offen lassen. Und das sind halt einfach so kulturelle Unterschiede. Das habe ich auch in meinem Instagram-Post geschrieben. Da, ja, poste ich, by the way, ziemlich persönliche Sachen, so was in meinem Leben abgeht. Das sind halt echt kulturelle Unterschiede. Also wenn ich zum Beispiel morgens in die Küche komme, dann wäre das in Deutschland so, würde ich sagen, hallo, guten Morgen. Und hier in Australien ist es, hey, wie geht's dir? Was ist für einen Tag geplant? Und also das,
du sagst eigentlich immer, hello, how are you? Hello, how are you doing? Und das habe ich halt am Anfang nicht gemacht. Oder auch wenn ich für die Essen gekocht habe, haben die sich gefragt, warum ich denen, die fast nie gefragt habe, wie es denen schmeckt so. Das war irgendwie für die Hammer unhöflich. Und ja, einfach so Kleinigkeiten. Oder wie gesagt, dass ich denen zu wenig von meinem Leben erzählt habe, dass die ja einfach mehr über mich wissen wollten. Und ich war da halt einfach so ein bisschen ruhiger. Und dann, ja, wie gesagt, war ich sehr, sehr traurig. Und ich wusste halt überhaupt nicht, soll ich jetzt für andere Familien Ausschau halten, soll ich eine andere Familie suchen, weil die haben mich halt nicht wirklich gefeuert, aber irgendwie sind die auch nicht zufrieden mit mir oder wollen mich ein bisschen loswerden. Ja, keine Ahnung, das ist halt immer noch ein bisschen eine blöde Situation, aber ich muss sagen, heute ist der erste Tag, wo ich, glaube ich, ein bisschen Besserung zeige. Also, ja. Ich versuche jetzt halt einfach mehr mit denen ins Gespräch zu kommen, denen zu sagen, wo ich bin, was ich mache, meine Tür offen lasse. Ja, ich habe auch mit anderen Au-pairs darüber geredet und die hatten irgendwie so dasselbe kulturelle Problem teilweise, dass die halt auch mehr von sich erzählen mussten. Und ja, so sieht die Lage aus. Also zum Glück geht es mir heute halt echt schon besser. Gestern habe ich wirklich geheult und als ich mit meiner Mutter telefoniert habe, ich so am Ende. Ja. Also ich war wirklich so kurz vorm Burnout, so habe ich mich gefühlt. Und ja, da kann ich auch echt froh sein, dass ich so tolle Freunde hier gefunden habe, dass ich mit denen darüber reden kann, dass die mich trösten können. Dass die mich trösten. Und ich habe auch mit den Kindern darüber geredet und habe die nochmal persönlich gefragt, wie die mich sehen, ob die zufrieden mit mir sind. Und ich meine, Kinder sind ja auch ziemlich ehrlich und die haben halt auch beide gesagt, nee, alles gut so, dass die mich mögen und oh, sad that like my parents told you that, bla bla. Und ja, so sieht's aus. Also das Ding ist, meine richtige Mutter hat mir dann auch nochmal gesagt, ja Katharina, du bist gut so wie du bist. Wenn die das nicht akzeptieren, dann ist das halt so, dann muss ich mir eine andere Familie suchen. Aber ja. Toi, 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 dass ich den Platz hier behalten kann. Ich meine, ich habe das ja auch nicht vor, für ein Jahr zu machen, weißt du? Oder wisst ihr? Da denke ich mir halt auch so, komm, könnt ihr das nicht einfach noch ein paar Monate aushalten? Ist halt echt blöd, dass ich mit dem Auto so oft Fehler begonnen habe. Dann habe ich auch einmal irgendwie so einen Stapel Teller von denen zerbrochen. Also ich hatte echt irgendwie eine Pechsträhne, was das angeht. Ja, aber ich halte euch auf dem Laufenden, würde ungern die Familie wechseln, aber ja, ich bin anscheinend nicht socialized genug, keine Ahnung. Ja, ich muss jetzt mit der Kleinen einen Film gucken, was heißt muss, sie hat mich ja gefragt, ob ich möchte, möchte ich auch. Und ja, das war einfach mal so ein kleines Update, kleines Storytime, dass ja, meine Familie mich irgendwie fast gefeuert hat, vielleicht noch loswerden will, ich weiß es nicht. Ich gebe mein Bestes und ja, ich wünsche euch einen schönen Tag und wir sehen uns bald. Wenn ihr Videowünsche habt, schreibt mir sie gerne und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao.